Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr einen wundervollen Tag hattet. Und ich darf euch begrüßen, und zwar zu den Patch Notes 10.2. Die sind jetzt raus. Hey, es gab heute zwei Videos. Ist das insane? So ein bisschen vielleicht. Gut. Ja, der Patch ist gar nicht mal so riesig. Also es gibt ein paar Änderungen und wir werden auch TFT durchgehen. Wir fangen einfach direkt mal an. Und zwar haben wir als erstes mal mein Mikrofon, was ich immer noch ein bisschen verbessern muss. Es tut mir leid, aber es ist insane schwierig, Leute. Vielleicht ist es ja jetzt ein bisschen besser, dass es nicht so poppt. Ja. Aphelios ist sehr, sehr stark aktuell. Gerade wenn Leute ihn wirklich beherrschen, ihn wissen zu spielen, dann böllert der Junge komplett durch. Das ist richtig krank. Und deswegen wird sein kompletter Schaden reduziert. Sein Calibrium macht jetzt die ganze Zeit weniger Damage, hat auch weniger Cooldown. Sein Crescendo macht weniger Schaden und auch seine Pistole macht ein bisschen weniger Schaden. Vor allem das Crescendo und das Calibrium wurde reduziert, also der Mark-Damage. Das ist schon ganz ordentlich, muss man definitiv sagen. Aber der Junge, der prügelt auch rein, ey. Das ist echt nicht mehr lustig teilweise, wenn du wirklich jemanden hast, der diesen Champion halbwegs spielen kann. Ja, weiter geht's dann auch mit Draven. Draven haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Es gibt ja immer so Phasen, wo Draven richtig stark ist. Und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder. Und jetzt ist quasi wieder so ein sehr, sehr starker Buff. Und zwar seine Ultimate. Sein Ultimate macht jetzt zwar immer noch denselben Schaden, rein theoretisch, aber es hat ein richtig krasses Scaling später. Auf Level 6 bleibt es gleich. Ab Level 11 hat es schon hier 0,2 Prozentpunkte. Ja, ich sag das immer gerne. Und ab Level 16, okay, Level 16 ist sehr spät, das ist eigentlich da, wo du als Draven schon das Game geclosed haben willst, hat der einfach 0,4 Prozentpunkte mehr Damage, Attack Damage. Vor allem, Draven baust ja eh immer richtig viel Attack Damage. Also, das ist richtig heftig. Da haut die Ultimate mal wirklich richtig hart rein. Vor allem, wenn du fett bist, macht das Ding giga viel Schaden. Holy shit. One-Shot-Compilation. This war team got ulted by Draven, got died, got tonight, is Zombie. Also, holy shit. Bruder. Jinx sieht man aktuell auch gar nicht mehr so oft, hat auch immer ihre Phasen, das, so wie das bei jedem Champ halt irgendwie so ein bisschen ist. Ist ja auch cool, dadurch rotiert das Ganze so ein bisschen. Bei Jinx ist es jetzt so, dass sie ihre Passive auch an Monstern, also epischen Monstern, proccen kann. Das heißt, wenn ihr einen Drachen tötet oder einen Baron killt, dann kriegt sie direkt einen Stack. Das ist manchmal ziemlich cool. Ich meine, oft ist es ja so, man macht den Baron und der stirbt dann und dann kommen die Gegner alle. Und gerade bei so einem Fight oder wenn du halt gerade den Drachen gekillt hast, dann hast du einfach schon einen Stack und diese Stacks geben dir so insane viele Attack Speed und Movement Speed. Das ist richtig krank. Klar, das ist sehr situativ, ist ein Nischenbuff, muss man sagen, aber der kann ein Game gewinnen, einfach, muss man ganz klar sagen. Und da könnte man als Jinx auch um sowas rumspielen, dass man sagt, hey, lasst uns den Dragon machen, damit ich direkt mit dem Stack anfangen kann. Ja, Karma. Aktuell ist es so ein bisschen die Zeit, dass keine Fernkampfsupporter auf der Botlane gespielt werden, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Fernkampfsupporter sind gerade nicht so das Ding. Man spielt am liebsten so wirklich Nahkampfdinger. Blitzcrank wird viel gespielt, Thresh ist im Prinzip auch ein Nahkämpfer. Also er spielt sich wie so ein Nahkämpfer, ne? Man sieht dann natürlich auch Pyke immer sehr, sehr oft. Nautilus ist sehr stark. Und Fernkampfsupporter eher so gar nicht. Die werden jetzt aber in diesem Patch sehr, sehr viel gebufft. Das heißt, wir haben erstmal Karma, die mehr Damage macht mit ihrer Q und W, gerade auch im Early Game. Lulu wird gebufft, macht etwas mehr Damage und hat vor allem 2 Sekunden weniger Cooldown auf der E, was sehr, sehr nett ist. Gerade auch im Late Game kann man dann richtig viel chillen, wenn du nochmal richtig viel CDR mit drauf hast. Und gleichzeitig wird Nautilus zum Beispiel genervt. Der Nautilus-Nerf ist jetzt nicht so insane, wenn wir ehrlich sind. Das heißt, gerade Nautilus-Support, hey, du machst auf Stufe 1 mit der Dredge-Line 10 weniger Schaden. Das ist übel verkraftbar. Im Late Game 30 Damage, das klingt schon viel, aber die Q, die maxt man halt auch relativ spät. Okay, ich weiß nicht, ob man es als Supporter sogar vielleicht als erstes maxt. Könnte ich mir sogar vorstellen, dann sorry an dieser Stelle. Aber, ja, so 30 Schaden tut schon weh. Wenn man es als erstes maxt, dann ja. Ansonsten geht's echt klar. Na, ihr seid, wenn du ein Nautilus-Main bist, du da, dann sag einfach jetzt mal ja, das maxt man oder nö, maxt man nicht. Dann kommen wir zu Qiyana. Qiyana soll aus dem Jungle raus und in die Mitte. Das ist, was Rito sagt. Raus aus dem Jungle. Er ist ein Star, sie ist ein Star, holt sie da raus, ab in die Midlane. Ihre W gibt ja zusätzliche Attack Speed passiv. Und das wird richtig genervt. Und zwar von 20% auf 5 und später 25%. In der Lane ist das im Prinzip kein Nerf so richtig. Klar, wenn du mal richtig krass durchpushen willst und so, ist das nett. Und natürlich ist das ein Nerf in der Mitte. Aber es ist nicht so ein krasser Nerf in der Mitte wie im Jungle. Im Jungle bist du richtig angewiesen auf das Attack Speed. Mehr Attack Speed, gleich mehr Clear. Mehr Clear, mehr Clear, mehr Clear. In der Mitte last hittest du ja nur. Klar, du tradest hier und da, aber meistens machst du auch nur einen Auto-Tag oder zwei. Also, ja, Jungle, GG. Sona. Ja, ich habe ja gesagt, Fernkämpfer werden gebufft. Sona
Ja, bei Sona war das Problem ja, dass sie von einer Zeit lang abused wurde mit Tarik zusammen sehr viel. Sona, Tarik oder auch andere Kombinationen mit Sona zusammen. Und deswegen wurde Sona damals genervt und jetzt wird sie wieder quasi ein bisschen gebufft. Die Supporter-Engine wurden gechanged, die Rollen wurden ein bisschen gechanged unten. Und deswegen kann sie wieder etwas Liebe bekommen. Ist ja auch okay, Liebe ist wichtig. Ihre E gibt jetzt richtig für Movement Speed direkt. Vorher hat sie 10 gegeben, 10%, jetzt sofort einfach 25. Auf Stufe 1 sofort 25. Das wäre als 24. Und also vorher, später waren es 14, jetzt einfach direkt 25. Insane, finde ich Proc. Thresh kriegt ein paar visuelle Upgrades, das ist cool. Trundle, oh, Trundle, Trundle. Ich höre immer nur Trundle. Nee, eigentlich höre ich das nie, aber Trundle. Trundle, Leute. Trundle, Trundle. Also bei Trundle. der war eine Zeit lang, ich kann mich erinnern, Trundle. Trundle, Leute, Trundle. Also dieser Champion kommt auf deine Lane, gankt Botlane, gankt Midlane, pillert dich, freest dich, gigert weg. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass der einfach alles zergankt hat. Permanent in jedem Game, war richtig nervig. War richtig giga, giga, giga nervig. Hat mich richtig getiltet. War richtig strong. Trundle, best Jungler. War eine Zeit. Ist schon ein bisschen her, aber dann hat er ein bisschen Nerfs bekommen. Im Prinzip genau das wird jetzt wieder hergestellt, das, was er genervt wurde, ungefähr. Kann ich mir vorstellen. Das heißt, mehr Movement Speed auf der W und sein Pillar slowt jetzt wieder dich für komplett für dein ganzes Leben lang. 60%. Ja gut, 5% mehr, aber 60% ist 60%. Ich glaube, vorher war das so, dass der Pillar sofort auf Stufe 1 Giga geslowt hat. Kann das sein? Ja, dann haben wir noch Six. Leute, wann habe ich das letzte Mal Six gesehen? Ich glaube, nie. Also Six kriegt erstmal einen Buff auf seine Q, 10 mehr Damage, das ist ziemlich cool, weil er diese Bombe sehr, sehr oft wirft. Sein Satchel Change, also das ist voll, hier, wie nennt man das, Lispel-Spruch oder so ein Ding halt, so ein Zungenbrecher. Satchel Charge. Ja, Knockback-Distanz ist um 100 angehoben, ist cool, ist nett. Und die Mean Slowen jetzt mehr, ist auch ziemlich cool. Clock of Agility wird genervt, weil es viele Leute gibt, die einfach diese Dinger spammen. Ja, das heißt zum Beispiel Azul-Spieler oder ne, Jhins oder so, die spammen einfach nur diese Dinger dadurch. Und deswegen soll jetzt die Priorität ein bisschen einfacher auch sein. Vorher war so, ja, soll ich mir jetzt eine Pickaxe kaufen oder kaufe ich mir eine Clock of Agility? Und Rito sagt, hey, die Priorität, BF-Sword, Pickaxe, Cloak. Na, jetzt gibt das Ding 5% weniger Crit. Frozen Heart gibt jetzt 110 AD, damit ist Armor, das ist insane viel. Und Stormraiser wird genervt, 5 AD weniger, ist auch sehr starkes Item, wird viel abused. Und dann haben wir noch den Rift Herald. Der Rift Herald wird meistens von Pros genommen, von Noobs oft nicht. Und das soll geändert werden, das heißt, hey, das soll ein bisschen motivieren, den Rift Herald zu nehmen. Und deswegen soll Herald jetzt weniger AP bekommen. Ne? Vorher hatte der hier so im Schnitt 5500, oder was heißt das hier? 5500? Und scaled oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat er weniger AP und ist jetzt einfacher zu töten. Das kann man safe sagen. Das ist cool. Das heißt, Leute, motiviert euch, den Rift Herald zu machen. Guck mal, da sind wir auch durch. Es war auch nichts Besonderes dabei. Es kommen neue Skins. Guardian of Descents, Jenna, Rengar und Reis. Die sehen alle kacke aus. Sorry. Dragonslayer Trundle ist okay. Und Dragonslayer Diana, Olaf. Ah, weiß ich nicht. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Also, Diana sieht cool aus. Diana sieht very cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim oder so. Sieht sehr cool aus. Aber Olaf, ich weiß nicht, Leute, was hat der da in der Hand? Nano-Leaves? Also, weiß ich nicht. Ein bisschen, die, das sind doch keine Äxte. Die gehen vielleicht noch hier so, aber was haben wir hier? Reis sieht richtig kacke aus. Rengar sieht einfach aus wie ein Schlumpf. Oder wie, was ist denn das? Leute, das ist viel zu bunt. Das ist doch kein Assassine. Das ist ein Assassine, eine grüne Mütze. Rote Mütze. So sehen doch keine Assassinen. So sehen Assassinen aus. Schade. Ne, so sehen die auf jeden Fall nicht aus. So vielleicht. Der hier geht. Der Rest ist richtiger Ranz, muss ich sagen. Und Jenna, ja, keine Ahnung, sieht richtig kacke aus. Ja, damit kommen wir zu TFT. TFT, die PvE-Runden, die Planning-Zeit ist jetzt kürzer. 20 Sekunden nur noch. Es soll an den Item-Drops geändert werden, gearbeitet werden. Das heißt, die Variation, es soll immer noch viel Variation da bleiben bei den Item-Drops, aber ja, manchmal sind sie doch zu stark. Vor allem, wenn du zu viel Gold bekommst, weil Gold ist cool, aber ich kriege lieber Items als Gold. Und deswegen wird jetzt der 4-Gold-Drop aus kleinen Boxen und der 7-Gold-Drop aus Medium-Boxen komplett entfernt. Der ist weg. Das heißt gleichzeitig natürlich, ihr bekommt mehr Items. Außerdem ist es so, dass volle Items weniger droppen. Und das hier habe ich nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ehrlich. Remove the worst case scenarios for item drops through the curse of a game and especially in the first 3 PvE rounds. Ich glaube, das heißt so viel wie, nee, das habe ich verstanden, das nächste habe ich nicht verstanden. Das hier heißt so viel wie, dadurch, dass wir jetzt
das Gold nicht mehr bekommst, hast du bessere Chancen. Gerade manchmal konnte es sein, dass du in den ersten Runden gar nur ein Item bekommen hast, weil du einfach der Rest komplett immer Gold war. Und dadurch, dass das Gold jetzt teilweise entfernt worden ist, teilweise, ich glaube, es gibt auch noch Golddrops, können jetzt besser, hast du jetzt mehr Chancen auf Items quasi. Das hier verstehe ich nicht. Full Items only drop if you're already rolling item components. Ich wollte es auf Deutsch stellen, gibt es aber noch nicht auf Deutsch. Schade. The RNG styling has not changed, but you are more likely to get a full item as you approach that styling. Was heißt styling? Ceiling. Also, wenn ihr... Keine Ahnung, könnt ihr gerne sagen. Ja, außerdem bekommt ihr, wenn ihr ein volles Item gedroppt habt, kein weiteres. Ihr bekommt nur noch eins aus dem ganzen Game. Dabei zählen aber nicht Herald und diese ganzen, also diese Full-Item-Drops, die man bekommt, sondern Random-Full-Item-Drops. Und die Chance, dass Fort of Nature im Karussell appeared, das ist schon ziemlich oft dabei, wurde drastisch reduziert. Außerdem sind Monster immun gegen Zephyr, das ist uninteressant eigentlich. Weiter geht's mit Bramble Vest. Die ist zu schwach, habe ich nämlich auch das Gefühl. Die wird jetzt deutlich stärker. Bloodthirster wird meistens von Hand of Justice abgelöst. Wird jetzt auch nämlich deswegen der Lifesteal-Effekt stärker. Rageblade finde ich sehr cool. Ich baue sehr oft Rageblade. Wird stärker. Hexech Gunblade, Iceborne Gauntlet werden stärker. Gerade das hier könnte jetzt actually... Iceborne wurde ja geändert mit dem letzten TFT-Patch. Und zwar Freeze ist, nachdem du gezaubert hast. Könnte auf Ezreal Giga Broken sein. Das werde ich testen. Jedes Mal, wenn Ezreal ultet, friert ein Ziel für... Leute, ich call's jetzt schon mal. Das ist Meta. Iceborne... Ich meine, es passt doch perfekt. Iceborne Gauntlet Ezreal. 2,5 Sekunden. Gigabusted. Ja, Locket of the Solari und Loon's Echo wurden ja auch genervt und werden jetzt wieder beide etwas gebufft. Assassin spielt aktuell gar keine mehr, machen jetzt Critical Strike. Damage wird erhöht. Blade Master, das ist ja das größte Problem aktuell. Immer diese Nocturne-Spieler oder auch die Ase-Spieler. Und zwar wird hier jetzt Blade Master so genervt. Aktuell ist es so, man kann das speichern. Das bedeutet, nehmen wir an, ihr habt 6 Blade Master, dann könnt ihr, da habt ihr die Chance auf 3 Auto-Tags. Und während dieser 3 Auto-Tags kann es sein, dass ihr wieder diese Passive proggt und dadurch würdet ihr wieder 3-mal angreifen. Und dadurch greift ihr wieder 3-mal an und das kann sein, dass es unendlich die ganze Zeit einfach, weil es gespeichert wird. Und jetzt ist es so, dass ihr nicht mehr speichern könnt als, wo steht es, stopp, ja, als euer Trade-Level. No longer store more extra attacks than the maximum your Trade-Level provides. Das heißt, wenn ihr 4er Blade-Master habt, was ja viele spielen, dann könnt ihr maximal 2 Auto-Tags speichern. Das bedeutet es. Gut. Außerdem ist die Chance, dass Blade-Master zusätzlich Auto-Tags proggt, um 5% reduziert. Wüste wurde auf 2 genervt und auf 4 gebufft. Inferno wurde generell gebufft. Mage wurde gebufft und zwar kriegt ihr jetzt auch noch 20 AP, wenn ihr 6 Stück habt. Shadow macht jetzt ein bisschen, hält eine Sekunde länger und ist auf 6 Shadow, ist glaube ich 6, ne? Macht mehr Bonus-Damage. Warn kriegt bei 6 Warn einfach 1000% Rüstung dazu. Ich glaube, das klingt komplett insane, sind wir ehrlich, aber ich glaube, ja, Desert ist halt einfach, ne? Wenn du brauchst halt nur 2 Deserts und dann wird um 50% reduziert. Wenn du halt 300 hast, machst 2 Desert draus und dann ist das 150. Ist halt schon... Deswegen ist es vielleicht worth, weil es einfach zu countern wäre. Ich glaube, das ist wirklich... Außerdem Woodland könnt ihr jetzt, wenn ihr 6 Woodland habt, das bedeutet, ihr braucht alle Woodlands und eine Lux als Woodland, dann werden alle geklont. Auch die Lux. GG. 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 Ja, Leona wird genervt. Ist zu stark. Er ist aber immer noch sehr stark. Malzer wird gebufft. Ezreal, guck mal, Ezreal wird sogar jetzt auch gebufft, macht jetzt deutlich mehr Schaden, macht Giga Broken jetzt. Karma wird etwas, gibt weniger Attack Speed, Zion hat mehr Mana am Anfang, ultet also schneller, Sivir hat nicht mehr so viele Bounces, also auch ein Nerf für Blade Master Spieler. Veigar macht mehr Schaden, Olaf hat weniger Attack Speed. Ich weiß nicht, was das hier heißt, 3-Star Champion und dann kommt erstmal Renekton und Vladimir. Da war wohl der Riot-Praktikant, hat er wohl wieder reingeintet. Aber Renekton macht mehr Damage, Vladimir macht ein bisschen mehr Damage später. Das hier verstehe ich nicht, Leute. Riot-Praktikant, ich frag dich jetzt ganz klar in dein Gesicht. Riot-Praktikant, Ash, ja? Wir haben hier Ash. Sie war, wenn ihr sie dreimal upgradet, 50, 75, 250. Das wird jetzt auf 50, 75, 100 genervt? Und dasselbe, aber dafür wird der Attack Damage erhöht. Beziehungsweise das Attack Damage Scaling. Also ihr... Das Einzige, was ihr an diesem Champion macht, ist eine 3-Star Ashe zu verändern. Ich habe in meinem Leben, ich habe schon oft Ashe gespielt, ich hatte in meinem Leben noch nie, nicht einmal eine 3-Sterne Ashe. Noch nicht einmal. Hättet ihr nicht irgendwas anderes machen können und...
Ja, ich weiß nicht. Das mit 6-Bit wäre, glaube ich, okay gewesen. Also, keine Ahnung, ob das jetzt ein Unterschied ist, weiß ich nicht. Also, ja, hey, sie macht jetzt mehr Attack Damage, das ist cool. Aber ich glaube, das Attack Speed wäre actually sogar besser gewesen für Ashe als das Attack Damage. Aber worüber reden wir? Ich habe noch nie eine Gold-Ashe gesehen. Aber ja, gut. Ja, das war's mit den Ramontischen Patch Notes. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Morgen Abend werde ich übrigens auch streamen. Würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und goodbye. Miau. Ich hab euch lieb.